Hallo und willkommen zurück zu Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Das sah also aus. Nein, also, haben wir ein bisschen gefährlich war. Gib mir Orientierungspunkte. Da vorne ist die Feuerwache. Die Erstversorger sind direkt davor in Deckung gegangen. Bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Okay, ja, dann gehen wir mal mit zur nächsten Waffe. Und die nächste Waffe ist hier unten, die SR-25. Mit einem Elite-Zielfernrohr, einer panzerbrechenden Muni, einem Gewichtsausgleich und einem präzisen Abzug. Ja. Die ist aber nicht schallgedämpft, kann das sein? Doch, ist sie. Perfekt. Zwei markiert, warum genau kann ich denn? Ach, er ist der, der hier einfach so. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich nach dem ersten Schuss immer noch auf den sein könnte. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieurs ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Aber anscheinend bin ich das nicht, ja. War wohl nichts.
What have you got? Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Okay. Ein von uns hat erwischt. Ihr müsst weitersuchen. Das hat leider nicht als Connection Kill gezählt, aber er ist echt gestorben. Nein, Mensch! Wären die nicht so weit weggelaufen, hätte ich das easy machen können. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Bin ich schon bei der Hälfte? Krass, Alter, ich bin schon bei der Hälfte. Dann ist das doch ziemlich gut. Wenn ich dann hier noch ein paar Kombos machen kann, so eins, zwei. So Zweier-Kombos oder so. Das Seltsame ist ja, wahrscheinlich weil ich noch da drin war. Ja, definitiv. Aber ich glaube, das geht auch nicht so. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Ist aber immer noch sinnvoll, also das ist schon Speicher geblieben. Nicht dein Scheiß ernst. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse diese Fetten. Das Feuer ist außer Kontrolle. Das heißt, ich muss irgendwie so ein paar Sekunden früher. Ich find's ehrlich gesagt voll komisch, dass die Gegner halt teilweise übersetzt sind. Das teilweise reden sie Deutsch. Teilweise reden sie auch Englisch. Das ist sogar besser. Natürlich, ist alles mega realistisch, überhaupt nicht, weil er sich eigentlich das so gar nicht unter Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Move! Now!
Und das gefällt mir halt wieder nicht, weißt du? Muss ich vielleicht... Ich kann probieren, ihn auch zu markieren und SDRG direkt vorhin zu drücken. Vielleicht checkt das Spiel, dass ich ihn nehmen will und dann die anderen damit erschießen. Ja, genau das ist das, was ich eigentlich machen will. Den einen Nahkampf killen, den Rest dann erschießen, damit ich hier mehr Multikill habe. Gott, es hat wirklich funktioniert. Ich muss ja sagen, das hätte ich jetzt selber nicht geglaubt, aber es hat einfach hingehauen. Gleich wirklich wen. Na, warte. So. Tschüss. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht verrecken oder so. Der Kill war so gut. Dieser Multikill. Das will ich mir. Boah, Alter, oh mein Gott. Feindbewegungen auf Thermalsicht. Bei der Suche gebrauchen. Wir stehen hier unter schwerem Beschuss. Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche.
Alles klar. Die sind verreckt. Die sind verreckt. Ein von unseren Jungs hat erwischt. Ausschwärmen und alles durchsuchen. Es lebt nur noch der da. Ausschwärmen und alles durchsuchen. Du bist alleine. Allein. Die Flammen advancen also genauso, wie ihr es geplant habt. Bereich um die Feuerwache ist sauber. Und du? Ich jage den Chefingenieur. Informier mich. Also eine Sache, die ich ein bisschen gemein finde. Also meine Waffe konnte anscheinend, also die hier, konnte anscheinend durch deren ihre Helme durchkommen mit STRG. Aber woher weiß ich das denn? Visuell sah es genauso aus, wie als wenn ich nicht diese Waffe gehabt hätte. Warum schaut es denn nicht mal ein bisschen anders aus, dass man anhand des Aussehens merkt, ja, das geht. Ich hab das jetzt so... Ich hatte da jetzt keine Ahnung von. Ob das so gehen würde oder nicht. Weil das war nicht wirklich erkennbar. Oh. Ja. Da unten muss ich lang. Wenn wir. Ja. Hä? Sind hier doch keine Gegner? Achso, das sind anscheinend keine Gegner, okay. Achso, das ist der. Chief, alles okay. Ihre Männer können weiterarbeiten. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir endlich alle evakuieren. Kann man das Feuer nicht irgendwie löschen? Die Hauptgasleitung pumpt das Gas direkt ins Feuer. Wenn's die Pipeline erreicht, macht's Peng. Wir könnten genauso versuchen, es auszupissen. Wie geht's ihm? Verstanden, Sam. Suchen Ausgang für dich. Nein, ich meine, warte. Wenn du ein Terminal finden kannst, kann ich den Virus ausschalten, das System reinigen. Chief. Wo ist der Kontrollraum? Oben im Terminalbereich. Ist zu gefährlich da. Ich habe Verstärkung, das wird schon. Viel Glück, Chief. Wenn ihr einer Glück braucht, dann sie. Wenn du es bis in den Terminalbereich schaffst, kann Charlie den Gaszufluss stoppen. Sag mir, dass dein Anzug feuerfest ist und ich versuch's. Gut, viel Glück dabei. Ich bin noch nicht ganz Panther. Es sind doch noch ein paar Kills. Ein paar Kills wäre noch nur vonnöten. Achso. Okay, ja. Okay, hier ist keiner. Aber hier werden doch noch Leute sein. Ich meine, gut, hier explodiert alles. Aber ich meine, mir fehlt noch was für Panther. Hier werden doch noch Leute sein. Warte mal. Sehe ich das richtig? Ist das ein Rohr? Nein.
Da scheint die Sonne ein bisschen rein. Kann ich da irgendwo hin? Ich weiß nicht so ganz. Mein Gott, wenn man Shift gedrückt hält, springt er über alles rüber. Ich will doch nur rennen. Achso, warte. Hier muss ich hoch. Hier dem Rohr hoch. Kann ich. Okay, setzen wir uns mal hier ab. Gucken wir mal. Dann kehren wir hier hin. Kann ich? Das kann ich doch, oder? Ja, genau. Sorry, sorry, tut mir leid, Feuer. Ich wollte dich nicht anfassen. Tu mir bitte nicht weh. Ja, natürlich kann ich einfach lieb mit dem Feuer reden. So funktioniert das nicht. Sam, ich habe die Funksysteme der Engineers im Terminalbereich gehackt. Bist du mit her? Hier kann ich hochklettern, ich kann da hinten aber auch runterrutschen. Das wundert mich gerade. Was ist denn das? Hätte man hier auch lang gehen können. Ist das ein alternativer Weg? Ah ja, sehr, sehr logisch. Ja, das ergibt wohl Sinn. Ja gut, dann auch nach oben. Dann hier hoch. Servus, kann ich raus? Okay, dann nicht. Okay, let's hack. Sekunde. Ja, ich hab's.
Oh mein Gott. Ja. Wasser! Du hast es geschafft, Charlie. Wasser! Zugriff auf Lampen, Türen, Überwachungskameras. Moment. Das könnte der Anführer sein. Er ist als Sanitäter verkleidet. Schick dir die Position. Dann los. Ja, sehr geil. Weil am Ende war das der Typ, mit dem ich vorhin geredet habe. Öffne eine Tür, ist der kürzeste Weg zu ihm. Bleibt wachsam. Die Engineers wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Ich kann sie dadurch nicht markieren. Ich hätte auf jeden Fall schon noch gerne ein paar Chains. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich hochkommen würde. Nothing to see. Wenn ich aus eine bessere Aussicht habe. Oder bessere Möglichkeiten. Wobei das Seitenschachtding auch eine Option. Anybody got anything? Any luck?
nicht wirklich genug Zeit. Anyone find him yet? Da drüben, jemand schießt. Das müsste reichen, das müsste Panther sein. Ja, sucht weiter, du ganz alleine, ja. I will find you. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, wir werden ja sehen. I know he's around here. Bestimmt ist die Beleuchtung ausgefallen. Natürlich ist sie das. Du weißt ja nur schon, dass er hier ist, aber der unter Umständen Licht ausschaltet, weil er vielleicht in der Lage ist, im Dunkeln zu sehen. Aber okay. Ich meine, bei so einem Geheimagenten könnte man schon erwarten, dass der vielleicht besser im Dunkeln sieht als... Versuch nach unten zu kommen, Sam. Bist genau über dem Anführer. Okay. Die Systeme sind wieder aktiv. Die müssen hier eingedrungen sein. Sichert den Abschnitt. Bewacht den östlichen Bereich und haltet mich auf dem Laufenden. Los! Du müsstest den Anführer jetzt sehen, Sam. Ja, ich gehe rein. Der Kerl versucht zu fliehen. Ich folge ihm. Ja, wann zählt er denn als Entkommen? Ich kann auch nur eine gewisse Geschwindigkeit laufen. Sam, ich kann das Tor vor dir schließen und den Engineer einsperren. Tu's. Schütze, der Schütze ist da drüben. Kontakt. Entschuldige, Sam. Ich bekomme es wieder auf, aber das dauert. Ich überlege mir was anderes. Ah, scheiße. Starte die Drohne und verfolgt sie. Moment, ich übernehme das. Sekunde, ich fange das Tor hoch. Hilf mir! Hilf du mir zuerst. Sadiqs Plan. Rede. Du kommst zu spät. Was habt ihr getan? Eure Präsidentin hat eure Leute auf einem Silbertablett an Sadiq geliefert. Denver, der Bunker. Sadiq hat dort auf sie gewartet. Es ist vorbei. Nein, nicht! Jetzt, wenn der überleben würde, wenn man den K.O.t. Der hat ein Ding da drin, der verliert Blut. Ohne medizinische Hilfe überlebt der Typ gar nicht. Also, K.O., ja,
Jagdgeld im Sparschwein, auf jeden Fall. Los. Ja, die Sequenz schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Habt ihr die Präsidentin erreicht? Versuchen's noch. Es gibt was Neues vom SEAL-Team. Alles okay. Wir tanken auf und starten in 20 Minuten. Hey, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Danke. Hast du einen Moment? Kannst warten. Nichts Wichtiges. Besprechen wir später. Grim, das Virus. Mexiko, er muss es wissen. Muss er nicht. Hab Mist gebaut. Ach, echt? Wieso deckst du mich? Wieso willst du mich noch dabei haben? Das wollte ich nie. Danke. Hast gefragt. Du hörst nie zu, glaubst, dass du alles weißt. Für dich ist der Job nur ein einziges Spiel. Bist du fertig? Nein, bin ich nicht. Weißt du, was mich am allermeisten an dir stört, Charlie? Dass du so gut bist. Das Einzige, das zwischen Sadiq und der Welt steht, ist dieses Team. Ich kann nicht riskieren, dass Sam dich aus dem Flugzeug wirft. Tut mir leid. Dann überleg, wie du es wieder gut machst. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ich dachte, er weiß das schon. Kam das nicht schon zu Wort, dass er aus Versehen den Virus eingeschleust hat? Ich dachte schon, dass das schon zu Wort kam. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Schön. Ich nehme mal die Daten mit, die hier auf einmal liegen. Bewerten nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Hi, Kumpel.